unsere Dezember-Socken ausnahmsweise weiß in weiß, tue ich ungern. Aber nachdem ich sie nun schon einmal in weiß begonnen habe, Schneeflöckchen halt. Ich werde versuchen, dass du trotzdem genau siehst, was ich mache. Es ist ein schönes Anfängermuster für Aschurmuster üben. Besteht aus 12 Reihen. Und die Runden, die erste Runde beginnt mit 4 Maschen rechts vor dem Musterrapport. Eins, zwei, drei, vier. Nun beginnt der Rapport. Eine Masche wie zum Rechtsstricken abheben. Noch eine Masche wie zum Rechtsstricken abheben, mit der linken Nadel von links einstechen in beide Maschen und diese verschränkt, rechts verschränkt zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Drei Maschen rechts und den Rapport wieder von vorne. Eine rechts abheben. Eine rechts abheben, von links einstechen in beide und diese rechts verschränkt zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken und drei Maschen rechts. Und wieder von vorne. Rechts abheben, von links einstechen, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken und drei Maschen rechts und am Ende eine extra Masche rechts. Habe ich schon gesagt, du brauchst eine Maschenzahl teilbar durch 8 plus 5. Ich habe also hier 29 Maschen. Ich stricke wie immer die untere Hälfte beim Fußteil glatt rechts, also nur rechte Maschen. Und nach jeder Musterrunde kommt eine, so jede zweite Runde ist eine Runde rechter Maschen. Ich zeige sie dir hier einmal, die restlichen zeige ich dir dann nicht mehr. Das ist also die Runde 2. Die Runden 4, 6, 8, 10 und 12 zeige ich dir nicht mehr, also nur rechte Maschen. Auch die Umschläge werden rechts gestrickt. Also insgesamt 12 Runden für dieses Muster. Ich finde das ganz ein ganz zauberhaftes Muster. Und wie gesagt, eine gute Übung für Aschurmuster. So, dritte Runde. Beginnt mit 5 Maschen rechts vor dem Musterrapport. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Umschlag. 2 Maschen gemeinsam rechts abheben. Eine Masche rechts stricken und die zwei abgehobenen darüber ziehen. Achte darauf, dass du nicht den Umschlag davor mitnimmst, also erwischt. Ein Umschlag und 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder von vorne. Ein Umschlag, 2 Maschen gemeinsam rechts abheben. Eine Masche rechts stricken, die zwei abgehobenen über die gestrickte ziehen. Ein Umschlag. Und 5 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder von vorne ein Umschlag. 2 Maschen gemeinsam rechts abheben. Eine Masche rechts. Die abgehobenen Maschen über die gestrickte Masche ziehen. Ein Umschlag und 5 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5. Die andere Hälfte der Maschen rechts stricken und über dem Ganzen eine Runde rechter Maschen. Die Runde 5
wird genauso gestrickt wie die Runde 1, beginnt mit 4 rechten Maschen vor dem Musterrapport, 2, 3, 4, nun eine rechts abheben, eine rechts abheben, von links einstechen, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, zwei rechts zusammenstricken und drei Maschen rechts. 1, 2, 3 und wieder von vorne, rechts abheben, von links einstechen, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken und drei Maschen rechts. 1, 2, 3. Noch einmal. Rechts abheben, von links einstechen, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken, drei Maschen rechts und noch eine extra Masche rechts am Ende. Andere Hälfte der Maschen rechts und darüber eine Runde rechter Maschen. Die Runde 7. Jetzt wird das Muster versetzt, beginnt mit eine Masche abheben, von links einstechen, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Jetzt beginnt der Rapport, drei Maschen rechts, eine Masche rechts abheben, eine rechts abheben, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken und wieder von vorne. 1, 2, 3, rechts, heben, rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und noch einmal von vorne, drei Maschen rechts. Da unten ist, da ist doch tatsächlich eine fliegende Ameise am 21. Dezember. Die hat sich wohl irgendwie im Datum geirrt. So, und jetzt bin ich aus dem Muster geraten. Jetzt habe ich mich ablenken lassen. Na, das stimmt jetzt aber nicht. So, wo sind die Umschläge? Das sind keine Umschläge. Da sind die Umschläge. Umschlag, zwei rechts zusammen. Das waren jetzt drei Maschen rechts. Also die letzte Wiederholung. Drei Maschen rechts, eine Masche rechts heben, eine rechts heben, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammen. Ich hebe mir die da ein bisschen an, weil am Ende geht es ein bisschen schwer. So, und die andere Hälfte der Maschen rechts stricken und eine Runde rechts darüber. Die Runde 9 beginnt mit einer rechten Masche. Und jetzt beginnt der Rapport. Ein Umschlag. Zwei Maschen gemeinsam rechts abheben, eine Masche rechts, die zwei abgehobenen über die gestrickte ziehen. Achtung, nicht den Umschlag erwischen. Ein Umschlag und fünf Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder von vorne. Ein Umschlag, zwei Maschen gemeinsam rechts abheben, eine Masche rechts stricken, die abgehobenen über die gestrickte Masche ziehen. Ein Umschlag und fünf Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder von vorne, ein Umschlag, zwei Maschen gemeinsam rechts abheben, eine Masche rechts, die abgehobenen über die gestrickte ziehen, ein Umschlag und fünf Maschen rechts, 2, 3, 4, 5 und noch einmal ein Umschlag, zwei Maschen gemeinsam rechts abheben, eine Masche rechts, die abgehobenen über die gestrickte ziehen, ein Umschlag und noch eine Masche rechts am Ende.
die andere Hälfte rechts stricken, eine Runde rechts darüber. Die Runde 11, genauso wie die Runde 7, beginnt mit eine rechts abheben, eine rechts abheben, von links einstechen, beide rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Jetzt beginnt der Rapport, drei Maschen rechts, 1, 2, 3, rechts abheben, rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine rechts. Ein Umschlag, zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und wieder von vorne, 1, 2, 3 rechts, eine abheben, zwei rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, zwei rechts zusammen. Und noch einmal, 1, 2, 3 rechts, rechts abheben, rechts verschränkt zusammenstricken, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ich dehne mir die wieder ein bisschen auf. Die andere Hälfte der Maschen rechts stricken und noch eine zwölfte Runde rechter Maschen darüber. Und so sieht das Muster dann aus. Es ist sehr einfach, wenn du es zwei, dreimal gestrickt hast, kannst du es dann schon auswendig. Ich wünsche dir viel Freude damit.